Franziskus Anton Kammerchorus. Darf ich Sie heute ganz, ganz herzlich hier in Remscheid bei uns, kann ich ja sagen, begrüßen. Ich bedanke mich natürlich bei unserem Schirmherrn Hermas Weiß. Seit dem vergangenen Jahr ist er Schirmherr des Kusanton-Kammerchores. Und da sind wir sehr froh und sehr stolz drauf. Ich bin auch sehr froh, dass ich zugesagt habe, weil ich erlebt habe, dass dieser Chor, unser Kusanton-Chor, aber ich erlebe es bei dem einen oder anderen auch, unabhängig vom Alter der Komitee, ein sehr junges Programm macht, sehr breit gefächert und wirklich Musik, Werbung im besten Sinne. Vor einem Jahr gab es eine Veranstaltung in Lüttringhausen, einer katholischen Gemeinde. Lüttringhausen, Stadtteil unserer wunderschönen Stadt. Da waren mehrere hundert Menschen zum offenen Singen auf der Straße. Die Menschen mögen singen weiter. Wir haben kürzlich hier eine sehr intensive Diskussion in unserer Stadt geführt über die Frage von Flüchtlingen. Jetzt werden Sie fragen, wer weg kommt der von der Musik zu den Flüchtlingen? Das kann ich Ihnen sagen, weil wir unsere Musik- und Kunstschule weiterentwickeln wollen und dafür auch Fördergelder bekommen, um gerade mit musikalischer Bildung auch Menschen, die zu uns gekommen sind und hier bleiben werden, auch in unser Stadtleben zu integrieren. Menschen, mit denen man gemeinsam sich trifft, Musik macht, Kultur erlebt, denen tritt man doch ganz anders gegenüber, als wenn man von diesen Menschen, die einem gegenüberstehen, die vielleicht auch etwas anders aussehen als wir, keine Ahnung hat, woher sie kommen, was sie, welche Gründe sie hatten, hier zu uns zu kommen. Ich glaube, das soll Musik wirklich ein sehr verbindendes sein. Sehr verehrter Herr Dr. Schwelsberg, Sie sind froh, dass Sie nun doch gekommen sind. Das war noch nicht ganz sicher. Herr Dr. Schwelsberg kennt unter Wendern sehr gut, natürlich auch die Kreisstadt Saalfeld. Er ist auch in den Kirchgemeinden bekannt, aber ganz besonders im Maximenchor. Hat unser damaliger zweiter Vorsitzender, der Hans-Herbert Rauch, mit seiner Frau eine Messe besucht in Kanada. Und da hat er einen Herrn kennengelernt, der ein Reisebüro in Thüringen hat, in Saalfeld. Und die haben sich befreundet, die beiden, der Herr Zehrer war das, die haben sich befreundet und von daher ist der Kontakt über die Jahrzehnte geblieben. Die haben sich gegenseitig besucht. Dann sah man plötzlich ein Schild der Firma Dohrmann und dann hat man nachgefragt, wieso ist die Firma Dohrmann hier? Und so ist man an den Dr. Spelzbech gekommen. Das Schild war in Saalfeld. Der Dr. Spelzbech hat dort die Firma Dohrmann eine Filiale, Niederlassung aufgemacht. Und da war man natürlich, der Remscheider, schon sehr überrascht, wie er dann eine Firma da findet, die den gleichen Namen hat. Und dann hat er das nachgefragt und siehe da, es war die gleiche Firma Dohrmann. Und seit der Zeit haben wir uns jetzt schon 9-mal gegenseitig besucht. Und wie gesagt, 1991 war der erste Kontakt und jetzt ist 2016, das heißt sind 25 Jahre, die wir jetzt die Chorfreundschaft pflegen. Und seitdem sponsert er beide Chöre? Er sponsert von Fall zu Fall, wenn er fragt, wie sieht's aus. Und ich meine, eigentlich könnte man immer sagen, ja, wir können was gebrauchen, aber wir versuchen das dann immer so zu schieben, dass der Chor, der gerade vielleicht das größte Bedürfnis hat, dann auch einen Zuschuss zur Reise bekommt zum Beispiel. Ihr von morgen werdet essen.